So. Jetzt haben wir das hier gleich geschafft. Da hinten. Sitzen die sich schon auf der Pelle? Weiß es nicht. Ich muss mal kurz das Fenster wieder zumachen. Alter, es wird hier kalt. Moment. Erstmal wieder so und jetzt Fenster zumachen. So. Fenster wieder zu. Jetzt muss ich hier... Oha, erstmal wieder warm werden. Aber schön, wenn man frische Luft kriegt. Dann kann man auch mal wieder richtig nachdenken. Jetzt fällt mir nur nichts mehr ein, was ich erzählen kann. Ach ne, ich war ja noch immer bei denen... Naja. Aber ich glaube, da muss ich auch nicht... Das muss ich nicht mehr ausschmücken. Ihr kennt YouTube. Und ihr wisst, was da draußen so los ist. Aber eins kann ich ja eigentlich noch ansprechen, was mich sehr berührt hat, will ich jetzt nicht sagen. Was mich sehr gefreut hat. Ich weiß nicht, ob ihr den Stream gesehen habt. Ich glaube, das war vor 2 Wochen. Ja, es muss vor 2 Wochen gewesen sein, wo Gronkh gestreamt hat. Der hat ja dann die Marmeladenoma sozusagen in seinem Stream aufgemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Aktion, die muss echt belohnt werden, was er da gemacht hat. Diese alte Frau so glücklich zu machen, finde ich super. Und die hat sich so sehr gefreut gehabt. Die, nach Tirol, das ging ja leider nicht, was ja, wofür das Geld eigentlich gewesen wäre. Aber wie viel Geld sich da einfach angesammelt hat. Weil jeder hat mal so 2 Euro, mal 5 Euro, mal 6 Euro. Dann kam mal 20 Euro und so weiter und so fort. Und dann waren das schon mal schlagartig 5000 Euro, glaube ich, am Ende. Und krass, was eigentlich alles möglich ist, wenn man so eine gewisse Reichweite hat. Dass man den Leuten dann richtig eine Freude machen kann. Mir persönlich ist es bis jetzt noch nicht passiert. Ich hatte zwar mal einen im Stream drin, der wollte mir was spenden, aber hat es dann doch nicht gemacht. Naja, ich meine, das ist ja auch kein Muss, das zu machen. Jedem ist das selber überlassen. Vor allen Dingen ist es auch jedem selber überlassen, wenn man den Adblocker drin hat. Ich meine, ich selber unterstütze das nicht mehr. Ich habe das früher gemacht. Aber nachdem ich herausgefunden habe, was das eigentlich verursacht, habe ich den Adblocker wieder gelöscht. Weil ich bin auch einer, der auf YouTube quasi ja Content bietet. Und da unterstütze ich dieses mit den Adblocker. Also mit dem Adblocker auch nicht, weil dann kriegen die YouTuber ja gar kein Geld von den Werbeeinnahmen, weil ja keine Werbeeinblendungen da sind. Keine Werbeeinblendungen, kein Geld, keine YouTuber sozusagen. Deswegen habe ich mich von dem Adblocker wieder abgewendet und mache das tatsächlich auch ab und zu mal so, wenn ich jetzt irgendwo reingucke, der mir gut gefällt und dann kommt irgendein Werbeblock, dann drücke ich da auch 2-mal drauf ungefähr und dann kriegt er dafür, weil er draufgeklickt wurde, ein bisschen Geld. Das unterstütze ich dann auch gerne und muss man auch machen. Finde ich. So ist meine Mentalität dazu. Ich weiß nicht, wie eure Mentalität dazu ist, aber ihr könnt so einen echt unterstützen. Und ich müsste unten eigentlich auch noch einen Link in die Beschreibung packen. Ich habe nämlich von Instant Gaming habe ich jetzt nämlich auch einen Link bekommen, dass ihr darüber ich sage mal so spezielle Keys halt günstiger bekommt. Ich glaube, das war so, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Nee, stimmt nicht. Ich habe nur den Link, wenn ihr den Link klickt und dann da mal irgendwann was kauft, dass ihr mich mit unterstützt. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber das soll wohl auch Wochen nachdem man da drauf gedrückt hat und man den Cookie noch in seinem Browser hat, soll das auch funktionieren. Ich muss das vielleicht mal machen bei den nächsten Projekten, die dann so kommen werden. Bei The Forest muss ich das eigentlich mal drunter packen. Einfach nur mal so, weil ich es kann. Hier beim Landwirtschaftssimulator, mal überlegen. Könnte ich eigentlich auch machen.
Ist das da jetzt eine Spur vom Reifen? Ja, ist eine Spur vom Reifen. Wir haben es geschafft. Mensch! Helfer C wird durch ein Objekt blockiert. Was? Jetzt haben sich die beiden hier auch noch gegenseitig blockiert. Wollen wir hier mal weiter grubbern? Ja, das wollte ich jetzt nur mal dazu gesagt haben. Also diese Aktion mit der Marmeladenoma ist wirklich eine sehr schöne gewesen. Und ich gönne es wirklich jedem, wo Gronkh dann halt wirklich mal reinguckt und dann den sozusagen ein bisschen pusht. War ja damals auch bei... Gott, ich weiß nur, Symbolis kenne ich nur. Und der davor, der sagt mir leider nichts mehr, wie er hieß. Er hat jetzt quasi drei Leute, hat er mal besucht. Insgesamt. Und durch die ein oder andere Aktion hat man dann wieder neue Leute kennengelernt, die man dann gerne zuguckt. Dass das überhaupt noch so möglich ist. Also man sagt ja eigentlich immer, YouTube ist überlaufen. Und man weiß eigentlich gar nicht mehr, wo man gucken soll. Aber in Wirklichkeit stimmt es nicht. Ich sag mal, es ist zwar schon eine sehr gesättigte Sache, nur wenn man genau raus, wenn man jetzt einen gefunden hat, dem der einen gefällt, dann guckt man den natürlich selbstverständlich auch länger zu. Nicht nur ein, zwei Folgen, sondern man bleibt dann wirklich am Ball. Und man versucht dann irgendwie alle seine YouTuber unter einen Dach zu kriegen. Kriege ich auch irgendwie hin. Ich habe zum Beispiel noch... Den habe ich irgendwie durch einen ganz dummen Zufall habe ich den gefunden, den Holy LP. Spielt ja sehr gerne The Binding of Isaac. Ist ein sehr schönes Spiel, macht er vor allen Dingen super gut und dadurch habe ich auch Killing Room kennengelernt. Und ist auch eine sehr gute Persönlichkeit. Den gucke ich zum Beispiel auch so gerne zu. Und bei Hannibal guckt man sowieso immer mal rein, weil sie immer so ein bisschen verrückt ist. So verrückt wie die ist, ne? So verrückt kann man eigentlich gar nicht sein. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der so verrückt sein kann. Ich versuche das ja manchmal auch, ne? So ein bisschen verrückt zu sein, aber es klappt nicht immer. Verstehst du, was ich meine? Ich meine, ich bin auch schon auf meine Art und Weise verrückt, aber so verrückt kann keiner sein. Glaube ich jedenfalls nicht. Ich habe irgendwie so ein bisschen so diese Mentalität oder so dieses, dieses Reden... wie so manch anderer. Nee, eigentlich auch nicht. Ich bin auch wieder auf meine Art und Weise einzigartig. Kannst du nicht den Motor ausmachen? Lässt er den Motor laufen? Das gibt's doch nicht. Weißt du, was das für eine Umweltverpestung ist? So. Umweltverpestung. Das ist auch... Ist ja auch mal schön. Naja, man kann bei dem einen oder anderen Spiel verrückter sein, was man hier natürlich beim Landwirtschaftssimulator nicht sein kann, weil... Was passiert hier schon groß? Es ist ein gesittetes Spiel, es ist ein sehr ruhiges Spiel vor allem Dingen und es soll halt einen entspannen. Da kann man halt nicht so ganz so bescheuert sein, wie man das vielleicht gerne möchte. Bei anderen Spielen wiederum geht es wieder. Naja, jedenfalls, es ist eine sehr große Palette und das finde ich schön. Jeder hat so sein Genre, das er rausgesucht hat und irgendwie es benutzt. Ich bin ja ein sehr flächendeckender Genre-Spieler. Sagt man das so? Ich glaube ja, ne? Ich habe ja die Simulatoren irgendwann mal für mich entdeckt, aber auch so generell spiele ich ja irgendwie alles. Außer MMOs, also jetzt so diese ganz klassischen Online-Spiele, die spiele ich komischerweise nicht. Ich wollte schon immer mal Star Trek Online spielen, aber irgendwie... Ich habe es immer kurz angefangen, habe es einen Tag gespielt und dann habe ich es nie wieder angerührt. Das ist eine ganz große Schwierigkeit bei mir, bei solchen Sachen, dass ich da irgendwie Hand und Fuß halt beibehalte. Hand und Fuß beibehalte, was erzähle ich denn hier eigentlich? Oh, die 12 ist gegrubbert und gepflügt.
Oh mein Gott, das muss ja auch noch alles ausgesät werden. Oh. Wollen wir hier auch Sojabohnen hinpacken? Ich will mal gerade gucken, was bringen denn Sojabohnen im Moment? Sojabohnen, oh, die bringen eine Menge, ne? Wenn man sich das hier mal anguckt, bis die reif sind, könnte es sein, dass das echt alles überbietet hier. Der Raps wird langsam wieder wertvoller. Ich glaube, wir streuen hier nochmal Sojabohnen. So, einmal den Helfer an. Dann werden wir jetzt nämlich mal den hier nehmen. Der ist auch schon schmutzig geworden. Machen wir den mal sauber. Es wird mal langsam Zeit wieder für den Frühjahrsputz. So. Und her damit. Ich wollte den anderen Knopf drücken. So. Ich habe nämlich E gedrückt, deswegen war ich wieder im Traktor eben. Oh, putzi, putzi, putzi. Gleich blinkt da wieder so vor Sauberkeit. Hey! Hier oben noch so ein bisschen. Hier vorne ist es noch schmutzig. Los, geh sauber. Hartnäckiger Schmutz, muss man schon mal sagen. Es wird nicht sauberer, ne? Oder? Irgendwie nicht. Unser WLAN-Kercher macht es einfach nicht sauber. Hä? War nicht abschmeißen? Ah, Mist. So, probieren wir es jetzt nochmal. Also die Gabel habe ich jetzt mittlerweile sauber, aber den Rest nicht. Merkwürdig. Naja, dann nicht. Dann ist es halt so. Dann wird es halt nicht sauber. So. Buff. Nein, nicht das Buff. Das Buff. So, Anhänger hinten dran. Erstmal Licht anmachen. Und klack. Und dann wollen wir mal zu unserem Silo. Moment mal, wir könnten eigentlich auch mal die Eier verkaufen, die wir hier letztens eingesammelt haben. Wir haben jetzt nämlich bestimmt schon ganz schön viel in unserem Inventar. Nicht, dass die noch schlecht werden. Wie viel haben wir denn mittlerweile eigentlich? Das konnte man irgendwo hier hinten nachlesen, ne? Eier im Rucksack, 17 Stück. Mann, ist ja auch nicht gerade wenig, ne? Ach, können wir echt mal ein bisschen Vermehren mitmachen. Vielleicht kriegen wir damit ein Vermögen hin. So, einsteigen bitte. Apropos Licht. Gut, dann wollen wir mal ans Silo fahren.
Und dann müssen wir da mal sehen, was wir einladen. Quietsch! So, was kriegen wir denn wofür? Wir bekommen... Wir bekommen... Ja, es wäre eigentlich gut, wenn wir Maplefiled Mill irgendwie ansteuern. Da kriegen wir 910 fürs, für den Raps. Das ist auch im Moment so das Größte, also das meiste, was wir halt bekommen. Aber der Zug kostet ja auch, ne? Wenn wir damit fahren. Aber es wäre natürlich sinnvoll. Komm, das machen wir. Muss ich erstmal gucken, wo das überhaupt war, welche Strecke. Welche Strecke? Jetzt bin ich irgendwie zu weit gegangen. Der Zug. Dann müssen wir den, der da auf der Seite ist. Okay. Meine Frage ist ja jetzt, muss ich das da überhaupt hinliefern? Oder kann ich das jetzt schon befüllen? Befüllung starten. Das Silo ist leer. Okay, meine Frage wurde damit beantwortet. Das heißt also, ich muss mir da jetzt quasi... Das muss ich umladen. Wie kam ich denn da hin? Ich werde es mal probieren, hier irgendwo lang zu fahren. Jetzt links. Jetzt rechts und wieder links. Und rechts. Und wieder links. Okay, da muss ich es abladen. Oh, bremsen! Auskippen. So, dann müssen wir jetzt also ein paar Mal fahren. Damit wir den Zug nicht ohne... Dass wir da ziemlich viel draufladen, wegfahren lassen. Dann fahren wir heute sogar noch mal ein bisschen Zug. Das finde ich schön. Oh je. Anderthalb Stunden sind ja schon fast rum. Mann, wie die Zeit vergeht. Es ist nur eine halbe Stunde. Weil ich habe tatsächlich heute noch was vor. Und dann muss ich tatsächlich die Aufnahme beenden. Ist ja traurig. Wenn man Spaß hat, ne, vergeht die Zeit. Wie im Flure. Das finde ich sowieso immer ganz merkwürdig. Wenn du manchmal so, ich sag mal so am Anfang, wenn du Urlaub hast, ne? Nur mal so am Anfang. Nimm mal den Anfang als Urlaub, ne? Wenn du so anfängst, Urlaub zu machen, dann kommt es dir so vor, als ob der Tag gar nicht vergeht. Weil du ja irgendwie dann erstmal runterkommen musst. Und die Zeit, die vergeht einfach nicht. So. Kaum hast du, sagen wir mal, so die erste Woche rum und du hast 2 Wochen Urlaub, ne? Normalerweise. Dann fällt dir plötzlich auf, dass die Zeit so richtig mega schnell vergeht. Kennt ihr dieses Gefühl? Huch. Geht das? Nee, es geht nicht. Befüllung starten, so. Ihr kennt das doch bestimmt auch. Also mir geht es jedenfalls immer so, wenn ich die ersten 3 Tage... Nehmen wir mal die ersten 3 Tage, die vergehen eigentlich meistens relativ langsam. Und dann merkst du auf einmal, wie es anzieht, so. Von der Schnelligkeit, wie der Tag rumgeht. Und dann kommt es dir so vor, dass du gerade erst aufgestanden bist. Und dann gehst du eigentlich schon wieder ins Bett, sozusagen. So kommt mir das heute auch vor.
Ganz komisch. So, da haben wir jetzt die zweite Ladung gleich da. Ich glaube, wir machen das... Bremsen! Machen wir das Silo leer? Nee, ich hole jetzt noch eine Ladung ab. Und dann... Wie viel haben wir denn eigentlich noch drin? Nee, das reicht. Ich möchte ein bisschen Reserve haben. Jetzt muss ich mal überlegen, welchen Zug muss ich nehmen? Den hier. Raps, rein damit. So, 17.000. Und dann gehen wir mal Gas. Mensch, der Zug fährt. Ich finde das immer noch schön, mit dem Zug zu fahren. Kann ich eigentlich auch hupen? Ja, Tatsache. Null. Irgendwie hört die Hupe zu früh auf und es heilt halt nicht zurück. Das ist ein bisschen schade. Oh, hier im Zug zu sitzen, hat auch was. Leider leuchten die Konsolen nicht. Oder die Zeiger bewegen sich. Irgendwie bewegt sich nichts. Das finde ich ein bisschen schade. So, wieder raus. Ich muss nämlich gucken, wo ich anhalten muss. Glaube ich, noch falsch, ne? Ja, noch ein bisschen. Und auskippen. Boah! 15.000 Einnahmen. Halleluja! Das ging jetzt wirklich flott. Fahren wir mal mit dem Zug wieder zurück. Boah! Der Zug kann ganz schön schnell beschleunigen. Ich habe hier nur ein bisschen Angst, dass er aus der Kurve fliegt. Hier könnte man das Holz abladen. So. Bremsen. Hoch. Und aus ist er. So, wie sieht das hier mit der Saat aus? Sieht gut aus. Wie sieht denn... mein Feld da aus. Okay, gewachsen ist ja noch nichts. Ach ja, Moment. Wir müssen den hier ja auch noch sauber machen. Mensch, dann haben wir ja diese Aufnahme hier die ganze Zeit nur im Dunkeln gespielt. Naja, das soll's. Gibt's Schlimmeres. Muss ja auch mal sein, ne? Im Dunkeln lässt sich's gut munkeln. Natürlich.
Oh, der wurde sogar noch sauberer. Okay. So, jetzt ist der hier auch wieder sauber. Sieht richtig gut aus. Ach so. Ich dachte gerade, der hätte Öl verloren. Kriege ich ja schon Angst. Weißt du, wenn mein Auto das kann, kann das ein Traktor bestimmt auch. So, ach so, Licht. Parken. Und zwar hier. So, machen wir mal das hintere Licht aus. Und dann nehmen wir uns hier mal den Dünger in der Hand. In die Hand vor allem. Packen wir den mal hier hinten dran. So. Man sollte auch richtig dran fahren. Und zack. Und einmal auffüllen. So, den stellen wir hier schon mal ein bisschen in Position. So. Was man hier eigentlich mal probieren müsste, ob ich hier den Dünger draufpacken kann. Wir müssen nämlich wieder ein bisschen Saatgut kaufen und ein bisschen Dünger. Das machen wir, glaube ich, auch mal. Was ist denn im Moment im Sonderangebot? Nix. Platzierbare Objekte. Hier, Paletten. Nehmen wir mal zwei davon. Und zwei mal Dünger. Kostet schon genug.